So, nochmal den ganzen Spaß hier und hier nochmal aufgefüllt. Dann schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Vielleicht finden wir ja wieder hier ein Türchen, durch das wir... Ah, da ist ein Schalter. Und wo geht die Türe auf? Okay, ich glaube, das ist da hinten. Yep, da vorne ist noch einer. Den müssen wir noch finden, wo der Schalter dazu ist. Aber das kriegt man noch raus. Okay, das war schon mal die halbe Miete für die Geschichte hier. Und, ah ja, genau, das war ja die... Nee, das war... War das die Sackgasse? Nee. Ich verlaufe mich gerade schon wieder. So, das war der Weg, wo der Typ drinne war, der, uns so viel Zeit gekostet hat, der Drecksack. So, und das war, glaube ich, war das nicht auch nochmal eine Sackgasse, oder? Ja, stimmt, das war die andere Sackgasse, diese ewig lange. Die uns auch wieder nur Zeit kostet. Toll! Ach, Mann. Ach, ich liebe solche Labyrinthe. Gut, hier? Wo lang? Ah, okay, hier oben sind wir hergekommen. Gelle? Ich will jetzt vermeiden, dass wir hier wieder rausmarschieren. Ah ja, genau. Da unten und hier müsste dann irgendwo der... Ja, hier geht's raus. Okay. Und hier direkt ist der Eingang, in den wir rein müssen. Das heißt, wir haben auf der anderen Seite noch irgendwo irgendwas vergessen. Was sagt denn eigentlich der Lobo? Ach, der sagt genauso viel wie die Maya. Ist das toll? Ist das toll. So, das heißt, wir müssten eigentlich hier irgendwo noch einen Schalter finden für den anderen. Frage ist nur, wo? Ihr müsst jetzt auch mal noch ein bisschen die Augen mit offen halten, weil, ich habe da so ein mieses Gefühl und so, dass wir vorhin hier unten irgendwas nicht gesehen haben. Irgendwo so ein elendiges, Türchen oder sowas übersehen. Und da wäre dann der Schalter gewesen. Das wäre ihr Preis gewesen. Den haben wir schon eingeschaltet. Aber wir haben, glaube ich, so gut wie alle Gegner hier besiegt. Das ist schon mal viel wert. Das heißt nämlich, dass, jetzt, dass wir jetzt hier nur noch rumlaufen müssen und gucken müssen, wo wir eigentlich noch nicht waren. So, und da war nix. Nee, das war nur die eine Tür da hinten, die wir aufgemacht haben. Das heißt, der andere Schalter muss auch da hinten irgendwo sein. Aber wie kommen wir da hin? Also, wo ist da noch was? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich meine, es ist hier nichts Neues, dass ich verwirrt bin. Aber, Nee. Hier ist nichts, da ist nichts. Da habe ich da oben irgendwo noch eine Tür vergessen. Das könnte natürlich auch sein, aber hier waren wir ja schon, da war auch nichts mehr. Boah, ey. Irgendwo muss ich hier irgendwas übersehen haben und so. Ja, das war der Weg hier lang. Oh, Leute, es tut mir jetzt irgendwo echt leid, dass das so ewig dauert. Wahrscheinlich habt ihr schon alle dreimal gesehen, wo ich jetzt hier hin muss und schreit jetzt gerade euren Monitor an. Das mache ich nämlich auch ganz gerne mal, wenn ich irgendjemandem zugucke und dann auch dann immer denke, ey, sag mal, du musst da und da hin. Mensch, mach doch mal die Augen auf. Waren wir hier schon mal?
Nein! Und da hinten sehe ich schon den Schalter. Ach, ist das toll. Ja, wie gesagt, das mache ich auch immer wieder ganz gern. Wieso ist mir der Weg vorher nie aufgefallen? Ich muss hier doch mindestens 5-mal dran vorbeigelatscht sein. Naja, vielleicht ist auch 5-mal ein klitzekleines bisschen übertrieben, aber einige Male schon. Okay, die Herrschaften. Ja, It's all energy. Yep, das könnte man mal probieren. Ja, das hat gereicht. Okay, ich habe ja schon gesehen, der eine ist schon umgekippt. Das heißt, so viel konnten die drei da oder die zwei nicht gehabt haben. So, das muss jetzt die Tür aufmachen. Welche? Jawohl, ja. So, Heilung, Heilung. Nö. Außer das hier heilen wir mal. Und dann... Hey, hey, hey. So, jetzt geht's auf zum nächsten Zwischenboss mit unserer Spezialeingreiftruppe hier. Und wenn wir den haben, dann bleibt nur noch der gute Doskias übrig. Der ist dann nämlich der Letzte, der uns noch was entgegenzusetzen hat. So. Ach. Okay. Ach ja, jetzt sieht man wenigstens was. Und heute auf der Bühne für Sie sind Lobo, Led und Arim mit dem Feuertanz. Allerdings tanzen sie nicht selber, sondern ihre hübschen Models werden für sie tanzen. Und da sie nicht so wirklich tanzen wollen, tanzt dann eben doch der Lobo mit ihnen. Aber Synchronfallen haben es geübt. So. Da geht's weiter. War hier noch was? Okay, okay, okay. Gut, nächste Runde. Ja, aber wir kommen doch ganz gut voran. Ach, der... Oh, toll. Die machen mir meine ganze Taktik kaputt. Die Drecksäcke, die Elenden. Sie machen mir meine ganze Taktik kaputt. Stirb! Stirb! Na gut, dann stirbt er halt nicht. Probieren wir mal den hier. So. Da war es nur noch einer. Dann kriegst du halt einen mit dem Schraubenschlüssel auf den Dez. Ach. Andererseits vielleicht auch nicht. Oder nicht so wirklich. Oder so halt. Tja. So, jetzt haben wir wieder irgendwas gekriegt. Ich... Oh, 46 haben wir nur noch. Die haben sich schon irgendwo gelohnt, muss ich sagen. Was sagt denn... nö, da heilen wir auch noch keinen. Ich sehe es noch nicht so wirklich ein. So, schauen wir mal, ob wir uns hier irgendwie durchschleichen können. Ja. So, da... Nee. Da können wir uns nicht durchschleichen. Aber ich denke, die kriegen wir auch noch irgendwie tot. Und danach wird nochmal heilen angesagt sein, weil ich glaube, wir sind dem Endboss erstaunlich nahe gekommen schon.
So, ich genehme mir nochmal was zu trinken. So, zwei hin. Einer noch im Sinn. Den wir nicht treffen. Wie kannst du da vorbeischießen, Mensch? Das Ding ist so groß wie ein Scheunentor. Wie ein Scheunentor. Das ist ein Wolkenkratzer. Den könntest du vom Weltraum aus treffen. Mit einer Steinschleuder, wenn es sein muss. Aber nee. Mit deinen super Roboter-Sinn schießt der Lobo lieber vorbei. Mein Gott. So, eine Chance kriegst du noch. Sonst kommst du in die Schrottpresse. Ja, ich darf das nicht so laut sagen. Wenn er jetzt wirklich nicht treffen sollte, dann, ja, genau das nämlich. Ich kann ja schlecht verschrotten und so. Mann, ey. Auf die Entfernung. Arim? Was machst du denn? Hast seit neuestem irgendwie irgendwas, jetzt guckt euch das an. Das muss jetzt die kleine Lett hier für euch machen. Schämt euch. Schämt euch, ihr zwei. Stopp. Moment. Es gibt ein Potion für alle. So. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es jetzt nach unten oder nach oben weitergeht. Ich denke mal, wir werden es relativ bald rausfinden. Nämlich sobald wir die drei hier in die ewigen Jagdgründe geschickt haben. Naja, könnte auch ein bisschen länger dauern. So, immer schön die Flächenattacken mal nehmen, weil könnte es sein, dass sie ja was helfen hier. Oh. Okay, die können auch nicht treffen. Ich habe nichts gesagt. So, dann nochmal Feuer. Geht auf jeden Fall, glaube ich, auf die Art und Weise etwas fixer, als wenn ich den jetzt hier, sag mal, du musst jetzt aber auch mal langsam klein beigeben, so, aus Solidaritätsgründen und so. Nix Solidarität. Na, du bist mal einer. Ja. So, da nochmal. Und geht's jetzt hier? Nee, da hätten wir einfach vorbeilatschen können. Super. Ich speichere an dieser Stelle noch einmal. Ah, wahrscheinlich geht's jetzt da hinten weiter. Okay, ich glaube, die kriegt man mit Feuer tot, wenn sie gerade so einen Käse hier machen. Oh, und mir fällt gerade noch was anderes ein. Haha. mit so wenig Chor machen wir kein Feuer. Da müssen wir schon andere Seiten aufziehen. Das denke ich mal, so weit kann es eigentlich gar nicht mehr sein. So. Okay. Wenn du jetzt auch wieder auf die Idee kommst, dich direkt wieder zu tarnen, nachdem wir dich erwischt haben, da, dann bist du Geschichte. Ich überlege gerade. So, die Led probiert es jetzt auch nochmal. Es
Jetzt wäre es schon fast zu schade, dem da jetzt den... Ach, wisst ihr was? Das machen wir jetzt einfach. Ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock und wir haben es ja. Cloak, Spiegel und auf den hier. So. Der Lobo dann direkt nochmal drauf. Und er schießt vorbei! Mann, ey! Das ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht wahr, ey. So. Du, du. Und... diesen hier. Okay, gut. Hier ist... das sieht doch... ja, das schaut sehr gut aus. Das heißt, wir speichern doch nochmal an genau dieser Stelle hier. This looks like it. Tjo, und das sieht genauso aus wie das, was wir das letzte Mal hatten. Okay, gut. Da habe ich ja schon einen Plan, wie wir den Tod kriegen. Als allererstes ist mal eine Barriere angesagt. Für uns alle. So, da hat doch auch diese Hartzieke. Hartzieke? Nee. So, aber das hat doch ganz gut funktioniert. So, jetzt sind sie alle offen. Okay, jetzt müssen wir uns beeilen. 2 und komm, 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 komm. 3. Ja, 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 komm, 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 wir sind schneller, wir sind schneller, wir sind schneller. Lobo, mach hinne. Lobo. 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 Autschi, okay, komm, 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 bitte, 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 bitte. Ja, danke schön. So. Das war Erde. Wir rufen für euch alle einen Humbaba. Das hat doch das letzte Mal so toll funktioniert. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn der jetzt wieder jeweils so um die 400 Schaden macht, dann dürfte die Sache hier relativ fix gegessen sein. Wir wissen ja inzwischen, wie es funktioniert. Sehr gut. Okay. So, wir brauchen jetzt zuerst mal wieder ein Potion für uns. Dann gucke ich mal gerade, was der Arim Bladespin. Nee, das ist nicht so der Bringer. Wir brauchen eher sowas hier. Au. Au, mir ist gerade was eingefallen. Nämlich, wir haben das hier vergessen. So, und jetzt müssen wir wieder warten. Kommt schon, Martine. Schneller, schneller, schneller. Lobo Arim. Komm, 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 komm. Yes.
So, das hat doch vorhin so toll Nein, den hier bitte. So, jawohl. Das machen wir jetzt gerade nochmal. Das hat ja so toll geklappt jetzt. Und wenn wir Glück haben, haben wir es jetzt schon hinter uns. Das wäre natürlich hammermäßigst geil. Nicht ganz, nicht ganz. So. Wir brauchen jetzt erstmal nochmal ein Potion. So, von der Energie her dürfte es eigentlich reichen. Das heißt, wir machen jetzt dasselbe Spiel noch einmal. Und ich schätze mal, beim dritten Mal sollte es doch dann funktionieren. Ja, mach du nur. Mach du nur. Ich bin ganz ruhig. Leute, jetzt zieht mal an hier. Schneller, schneller. Macht hinne, macht hinne. Kommt schon. Ich will, dass wir die hier plätten. Und zwar so richtig, richtig, richtig plätten. Ja. Put. Yes. So. Das dürfte jetzt von dieser Seite hier hoffentlich der letzte Schlag sein. Ansonsten müssen wir uns nämlich... Ja gut, okay. Dann müssen wir den ganzen Käse nochmal machen. Ich meine, wir sind hart genug ausgerüstet, um das hier noch eine ganze Weile durchzuziehen. So überirdisch stark ist der Typ hier jetzt auch nicht. Yay. Ich würde mal behaupten, Ziel erreicht. Yes, als... So. Natürlich hat's der gute Grub geschafft. Maja, jetzt sieht doch mal nicht so schwarz. Boah, die sind gut drauf. So, wir begeben uns jetzt noch nach vorne zur Barriere. Da stehen schon mal wieder die nächsten drei. Die kriegen jetzt erstmal ordentlich einen auf die 12 Grüße. Weil ich jetzt einfach mal Lust drauf habe. So. Du und du und gib ihnen. Okay. Probieren wir mal das hier aus. Ach, den einen hat's nicht ganz erwischt. Den hat's nicht ganz erwischt. Mann, ey. Komm. So. Okay, so, wir gehen jetzt bis nach vorne, wo die Barriere war. Nämlich hier. Und da geht es jetzt gleich weiter. Genau, hier war die Barriere. Ich mache jetzt eine kurze Pause nochmal. Wir speichern auch nochmal. Oder nee, erst einmal, nehmen wir lieber die hier. Du hast was abgekriegt, du hast was abgekriegt. So.
schön verschwenderisch sein. Wir speichern jetzt gerade noch mal kurz. Und ich würde einfach mal sagen, den letzten Endboss nehmen wir uns dann in der nächsten Folge vor. Dann kommt das große Finale. Ich bin mal gespannt, wie lange das der Spaß hier jetzt noch dauern wird, aber wir haben es gleich. So, ich gehe jetzt noch mal ganz, ganz kurz wohin, mache mir noch mal frischen Tee und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder zum Finale Grande von Septerracor. Bis dahin dann, tschüssi!